Du lieber Steinbock, hier folgt ein Special Reading für die Liebe. Und zwar geht es da darum, hier da haben wir irgendwie die Reue drinnen liegen. Wir haben eine Situation hier drin liegen, wo es scheinbar um Distanz geht, wo es scheinbar um einen dualen Zustand geht, der eigentlich mit den Zwillingsflammen vorgesehen ist vom Universum. Hier haben wir, was sagt die geistige Welt? Hier haben wir, was los ist gerade bei dir, und schaut euch das bitte an. Wir haben zweimal, diese Karten haben sich jetzt vermischt unabsichtlich. Wir haben zweimal die männliche Energie, zweimal die Routen und zweimal die Briefe hier drinnen liegen. Also anders und deutlicher geht es jetzt hier im Moment nicht, wo es wirklich jetzt darum geht. Hier war es scheinbar eine Situation, wo man ganz stark im Mangel ist. Irgendwie hat man sich aber aufgrund von einem Pflichtbewusstsein nicht richtig ausgedrückt. Ja, vielleicht war man in einem bedienungslosen Liebeprozess mit den Gegensätzen gefangen. Also entweder du hattest jetzt einen Counterpart, der hier noch sehr soldatisch unterwegs war und die Liebe nicht leben konnte, du aber schon. Oder eben umgedreht, dann müsstest du jetzt wirklich ehrlich bei dir hinschauen. Und wo vor allem, wo es sich dann umgedreht hat, also wo hattest du Angst vor der Liebe und wo hatte vielleicht dein Gegenüber dann keine Angst. Also hier ist ein Prozess oder ist es gerade so weit, ja wie auch immer. Hier ist ja Dualseelen- und Zwillingsflammenzeit, also einfach die nahen Seelenverbindungen, die hier scheinbar aneinander gekracht sind und wo es hier darum geht, einen Prozess angeleitet zu haben, wo es jetzt darum geht, einen Schmerz zu erleben und eine Traurigkeit zu erleben, bei diesem Gehenlassen auch. Also irgendwie scheint da Reue im Feld zu liegen, wo auch immer, wie auch immer. Und du merkst, dass hier jetzt jemand wirklich über dich wacht und hier ein Geschenk des Alleine-Pfades vorhanden ist. Und du sollst bitte hier tatsächlich die heiligen Tage, die da sind, für dich honorieren und erkennen, was für ein Geschenk dahinter liegt, weil irgendwie begreifst du die Zusammenhänge nicht. Ich habe hier, du würdest am liebsten flüchten, es waren hier Verletzungen da, du siehst irgendwie den Ausgang nicht, hier haben wir eine blockierte Situation, wo es um Versprechungen oder Verpflichtungen geht oder auch um eine neue Blumenwiese, also irgendwas, was erneuert wird, eine Versöhnung drinnen liegt oder sonst was, und das liegt mir hier in den langsamen Nachrichten, obwohl hier ganz viel Liebe und Wohlwollen und tiefe Gefühle vorhanden sind, ist es hier aber einfach noch in der Blockade. Und es fehlt dir hier jemand. Also ich habe auch wirklich mir überlegt, weil da kam dann der Architekt und die Hochzeit, wie auch immer, und das gebrochene Herz. Also irgendwie scheinst du das hier nicht zu leben oder nicht gelebt haben zu können, wie auch immer. Und hier haben wir einen Ruf, das Neue ruft nach dir. Also hier möchte dir etwas sagen, bitte mach jetzt irgendetwas, wo du... Ja, wo du kämpfen musst, wo du nicht richtig bist für dich, wo du noch die Masken trägst, wo das überhaupt nicht etwas ist, was dich jetzt fördert, ja, erkenne die Alarmsignale für dich und geh hier einfach auch auf Distanz. Hier überwindet übrigens die Distanz alles, du sollst jetzt auch nicht mit Biegen und Brechen das mit Gewalt umschlagen, das ist hier auch drinnen, das ist es nicht, sondern du sollst einfach auf die Zeichen achten und lernen, was Liebe ist tatsächlich hier. Ja? Und da bekommst du Geistesblitze, nimm das nicht als, oder tu das nicht als irgendwas Komisches ab, weil hier geht es wirklich noch darum, dass auch in dir eine Disziplin und eine Loyalität und Abwehr vielleicht gereinigt werden will, weil es hier geht darum, deine eigenen, und da haben wir jetzt schon die Schaffenskräfte, deine Umsetzungskräfte wirklich in die Klarheit, in die Kommunikation zu bringen, mit dir selbst zuerst zu kommunizieren und dann wirklich auch die Kommunikation mit jemand anderen in die Heilung zu bringen, und da geht sowohl vielleicht um deine um die Partnerin des Gegenübers jetzt, wenn du dich in einer Dreieckssituation befindest, als auch um deine Partnerschaft, die jetzt da war oder da ist, wie auch immer. Also hier geht es irgendwie um eine vergangene Verletzung, eine vergangene Verstrickung, wo man sich verschlossen hat, wo die Angst vor Verletzungen einfach auch die Fronten verhärtet hat und es jetzt hier wirklich darum geht, aufzustehen, sich das nicht mehr zu glauben und diesen Ablauf, der immer und immer wieder wiederholt wird, jetzt zu durchbrechen, indem man was anderes macht, nämlich indem man sich in einer freundschaftlichen Liebe mit einem Weggefährten zusammen besinnt, was eigentlich wirklich war, und somit in die Hochzeit hinein zu kommen dann wieder. Ja, also hier, die Natur braucht dich, du sollst hier aufstehen, damit die schnellen Nachrichten kommen kann. Und hier wird ein Umzug scheinbar eingeleitet, damit die Schöpferhand hier einen Neubeginn initialisieren kann.
Also was auch immer hier jetzt los ist, was auch immer da jetzt passiert ist, was jetzt da hier auch immer ist, es kann jetzt auch sein, dass du nicht, dass hier, also wir haben hier die Flucht jetzt drinnen. Wir haben hier eine große Chance, Neubeginn, Wachstum, eine gute Entwicklung liegt im Umzug. Alles hinter sich lassen, Koffer packen, Wohnortwechsel, neues soziales Umfeld. Das kann jetzt bedeuten, dass es ums soziale Umfeld geht. Das kann um einen seelischen Umzug gehen. Das kann jetzt wirklich bedeuten, dass du echt auch dein Feld räumen solltest, um neu anzufangen. Das kann aber auch heißen, dass hier etwas vielleicht nicht so funktioniert, weil wir haben die Verletzung und die Sichel da liegen. Das kann jetzt viel sein. Also ich bekomme da jetzt wirklich verschiedenste Szenarien. Spür da mal genau in dir hin, um was es da geht, weil es wirklich darum geht, dich selbst zu verwirklichen. Und da geht es jetzt einmal darum, dir zu überlegen, wo willst du eigentlich wirklich hin? Was ist überhaupt dein Ziel? Und übergeordnet sollst du hier lernen, der Architekt deines Lebens zu werden und hier wirklich zu schauen, was du initialisierst, weil irgendwas ist hier nicht stimmig. Irgendwas bringt dich da ins Labyrinth und da sollst du davon aussteigen und jetzt wirklich für dich auch Zeit und Raum gewinnen. So, lieber Steinbock, das war das Reading für dich.